uns. Das stimmt. Ich bin bei rein an die Schreibstube gebundenen Unterfangen wesentlich besser als bei der Arbeit im Feld. Und das Ritual war kein vollkommener Fehlschlag. Es hat drei Orte aus meinen früheren Studien noch einmal bestätigt. Balmora, Aldrun und Barilsars Turm. Ihr müsst jeden dieser Orte untersuchen. Ich werde Balmora und Turm untersuchen. Seid ihr noch nicht weg? Die Städten in Balmora, in Aldrun und im Veloti-Turm untersuchen sich nicht von allein. Dann geh doch quer, die. Warum ist, was zögerst du? Ich habe mit allen hier in Vivek verfügbaren Mitteln so gut nachgeforscht, wie ich nur konnte. Um mehr zu erfahren, brauche ich einen Agenten, der jeden Ort persönlich in Augenschein nehmen kann. Fürst Vivek glaubt, ihr seid der Beste für diese Aufgabe. Hoffentlich hat er recht. Könnt ihr mir etwas über Barilsars Turm sagen? Ich glaube, der Magier, den wir beim Ritual gesehen haben, war Barilsar. Er arbeitet von einem uralten Veloti-Turm aus. Seine Experimente geben eine Energie ab, die der von Viveks Leiden ähnelt. Ganz deckungsgleich sind sie allerdings nicht. Findet heraus, was er über die Übertragung von göttlicher Energie weiß. Was könnt ihr mir über Balmora erzählen? Das Haus Redoran kontrolliert das Dorf und die Minen in der Nähe. Aber das Haus Hlalu hat ebenfalls Interesse an der Region. Gerüchte über einen Kult in der Gegend machen mir am meisten Sorgen. Ich glaube, wir haben während des Rituals einen Kultisten gesehen. Stellt diskrete Nachforschungen an und findet heraus, was ihr könnt. Über welche Art von Kult sprechen wir? Ich habe keine Ahnung. Deshalb schicken wir euch. Ich schlage vor, ihr fangt im Gasthaus an. Dort kommen nicht nur die Humpen auf den Tisch, sondern auch so manches Geheimnis. Die Minenarbeiter könnten auch etwas wissen. Und ich habe gehört, dass das Haus Redoran irgendeine Bekanntmachung ausgegeben hat. Was wisst ihr über Altruhen? Wilde Aschländer, wie jene, die ich in der Vision gesehen habe, nutzen dieses Gebiet als Stammestreffpunkt. Diese nomadischen Ketzer bestreiten die Göttlichkeit des Tribunals und haben nichts für Vivek übrig. Doch wie sie an dieser Sache beteiligt sein könnten, ist mir schleierhaft. Seht nach, was ihr aufdecken könnt. Okay, lieb wohl. Dann werden wir doch mal aufdecken. Ist eigentlich schon krass, wie viel die synchronisiert haben. Andere Online-Spiele sind einfach auf Englisch fertig. Ja, Star Wars The Old Republic war ja auch, hatte ja auch eine sehr, sehr gute deutsche Synchro. Fand ich zumindest. Fand es auch eigentlich ein sehr gutes MMO, aber wo die Schwächen nicht ausgelotet wurden. Abenteurer gesucht. Danke, ich möchte gerne lesen. Aufgrund der Menge an Hilfsgesuchten unserer treuen Bürger würde ein System der Weitervermittlung zwischen jenen geschaffen, die Hilfe benötigen und jenen, die Hilfe anbieten. Unel Darono in der Halle der Gerechtigkeit hat hierzu genaue Informationen. Okay. Hast du leider nie gezockt vom Fuß? Ist doch jetzt kostenlos. Beziehungsweise schon seit längerem. So, man sieht jetzt, welche Quest man in der Stadt hat. Wollen wir doch mal mit dem reden hier vorne. ...2023 kommt das nächste Elder Scrolls. So lange noch? Noch ein Abenteurer auf der Suche nach Arbeit. Ich habe eine Notiz gesehen, in der stand, ihr braucht Hilfe. Wirklich? Tja. Dafür wurde sie ja auch ausgehängt. Oh, es ist ganz simpel. Die Bürger sagen uns, was sie brauchen und wir richten es dann ein, dass der Auftrag erledigt wird. Ihr werdet euch mit dem Kunden treffen können, bevor ihr mit der Aufgabe beginnt. Der Kunde hat auch eure Belohnung, nicht wir. Wie erhalte ich Aufträge? Belero Omoriel und ihr Bruder Trailan werden sich um eure Aufträge kümmern. Schaut häufiger mal bei ihnen vorbei, um nachzuhorchen, ob sie etwas für euch haben. Sie werden euch wissen lassen, was ihr tun sollt und wer die Anfrage gestellt hat. Das hoffe ich doch. Immerhin seid ihr zu uns gekommen. Trailan und Belero sind gleich den Gang runter.
Sie sollten ein paar Anfragen für euch haben. Sprecht mit einem von beiden, um zu beginnen. Okay, danke. Wir sollen mit einem von beiden reden. Nehmen wir den. Komm, nehmen wir sie. Die Bürger reichen ihre Anfragen ein. Ich sage euch, was ich weiß, und ihr kümmert euch darum. Die Person mit dem Ärgernis ist meist mehr als bereit dazu, euch darüber ein Ohr abzukauen. Je mehr ihr zu Hilfe überzeugen könnt, umso besser. Ist gerade ein bisschen Arbeit verfügbar? Tja, hier ist was Fieses. Schon mal einen Hunger gesehen? Sieht aus, als würde einer auf dem Sulipunt-Gehöft Ärger machen. Scheint eine neu entdeckte Ruine zu bewachen und ein paar Forscher brauchen Hilfe dabei, ihn zu töten. Ehrlich gesagt klingt ihre Nachricht ziemlich panisch. Was muss ich tun? Macht euch zum Sulipunt-Gehöft auf, sammelt ein paar Relikte und versucht euch um den Hunger zu kümmern, der das Gebiet bewacht. Tirvina Arvani sollte in der Stadt sein und mehr Informationen haben. Nervöses kleines Ding. Sie hat auch eure Bezahlung, sobald ihr die Aufgabe erfüllt habt. Ich mache mich mal gleich an die Arbeit. Ihr habt eine Tagesquest angenommen. Diese Quests können nur einmal alle 15 Stunden abgeschlossen werden. Achso. Aufgrund der derzeitigen Ereignisse braucht der Tempel zusätzliche Ressourcen. Die Anfragen, um die ich mich kümmere, stammen von Bürgern, deren Interessen mit den Zielen des Tempels zusammenfallen. Ihr werdet mit diesen Personen zusammenarbeiten, um Wardenfell zu einem besseren Ort zu machen. Seid ihr interessiert? Ich möchte gerne helfen. Banditen halten eine Höhle namens Zainsipilo besetzt. Sie bilden sich ein Monopol auf Mondzuckergras aufbauen zu können. Eine Pflanze, die hier auf Wardenfell nicht natürlich vorkommt. Wir würden sie gerne etwas beschäftigt halten. Was schlagt ihr vor? Fehlinformationen. Nehmt diese beiden Notizen zum Anbau von Mondzucker. Hinterlasst eine bei den Pflanzen, die andere bei ihren Forschungsunterlagen. Verfahrt mit den Banditen, wie ihr es für richtig haltet. Evos ist in der Nähe, falls ihr weitere Informationen braucht. Er wird auch eure Belohnung haben. Okay, ich werde es mal tun. Das haben wir, sprecht mit denen, da das platziert auf den Pflanzen. Antwortet und findet Bullock auf... Was? Ah, nee, Quatsch, mit ihm muss ich ja hier drüben. Das ist ja nicht Battlegrounds. Untersucht den Balsas Turm. Ah, nein. Relikt nochmal wieder hinten. Und wir sind hier vorne. Und hier haben wir die Quest. Sprecht mit. Das sind wahrscheinlich die Freunde der Nöten, ne? Okay, wir können erstmal hier hingehen. Und dann nach rechts. Mein Gott, bist du zum Buchhalter von der Burgverwaltung geworden? Du, das sind die tollen MMO-Quests im 21. Jahrhundert. Du bist der Vollidiot für jeden Schrott. Aber meine Belange will sich keiner kümmern. Ich vielleicht Schmerzen habe oder so. Interessiert die Leute ja nicht. Irgendwo ein Händler, ich möchte gerne meinen Scheiß mal verkaufen. Ich könnte jetzt ja ein Riesenspeck. Achso. Jetzt wollte ich nicht Händler. So, verkaufen. Was ist gerade der dümmste Fehler, den ich gerade gemacht habe? Ich habe die Sachen verkauft, anstatt sie zu zerstören. Töte den Ork. Warum? Meinst du, der Ork ist böse? Bin aber ein friedwertiger Dunkelelf. Zack. Tod dem großen Viechern.
So, den kleinen Viechern. Das finde ich jetzt unverschämt, ne? Ey. Und tschüss. Ich bin ein Hüter. Ich behüte mich selber. Querti, hast du morgen mal wieder Zeit? Weil das wahrscheinlich auch heute Zeit gehabt. Ja, ich weiß. Die Libelle schnapp ich mir aus der Luft. Ach, deswegen soll ich sie töten. Gut, du, das ergibt ja Sinn. Aber die sind doch auch lieb zu mir. Na, hab morgen Zeit, bis hast du dann die Freundin. Dann hat die Freundin fertig gearbeitet. Ja, okay. Na ja, gut, das ist gut zu wissen. Tschüss. Zack, zack. Oh, das war doch. Nein. Und zwölf. Kratz, kratz, kratz. Kann ich eigentlich jetzt schon. Wo haben wir es denn jetzt? Allianzkrieg. Das sind ja die Dinge. Und die kleinen, wo finde ich die? Muss ich mich dabei in bestimmten NPCs melden oder kommt das erst alles noch? Verlies, die können wir auch erst beziehen. Wir sind Level 4. Toll. Ach Quelli, es kommen zwei neue Karten, hast doch recht, für Battlefield 4. Battlefield 4, für Battlefield 1. Die müssen wir auch mal testen, wenn du Zeit hast. Machen wir erstmal die Quest. Oh, ein bisschen fett. Das finde ich sehr fett. Okay, ist jetzt schon klar, wann die kommen. Ich habe, es gibt auf YouTube ein Video, wo erklärt wird, wann die kommen. Ich habe es aber noch nicht geschafft, es mir komplett anzugucken. Ich weiß nicht, ob du kurz Zeit hast, mal nachts einmal kurz so drüber zu lutzen. Naja, wir haben ja Juni. Den haben wir erledigt. Ein Mixhund. Warte, bin gleich wieder da. Nice. Nicer Dude.